Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Herr der Ringe Return to Moria mit dem Game Bro und dem sympathischen Zwerg, dem Grimbart. Leute, beim letzten Mal habe ich euch ja schon angekündigt, dass ich mir alleine den Weg nach oben zur großen Schmiede nochmal durchschlagen werde. Einfach damit wir nochmal schauen können, was wir uns hier Feines bauen können. Wir haben ja mittlerweile Bronze, Zinn, wir haben einige Le Dinge gefarmt. Ich bin relativ gut ausgestattet. Ich habe ein bisschen Stahl, ich habe ein bisschen Bronzebarren mitgenommen. Und jetzt wollen wir mal schauen, dass wir uns mal vernünftig ausrüsten können. Unsere Waffen, haben wir ja gemerkt, werden nach und nach zu schwach für die Gegner. Unsere Rüstung könnte auch eine Aufwertung bauen. Und ich brauche dringend eine neue Spitzhacke. Zur Spitzhacke muss ich noch sagen, ja, ich kann mir aktuell eine neue Spitzhacke bauen. Ich bin zwischenzeitlich auch kurzfristig nochmal fleißig gewesen und habe in meiner Farmwelt versucht, an Diamanten zu kommen. Leute, ich habe bestimmt 2 Stunden gefarmt und ich habe exakt genau einen Diamanten bekommen. Ich könnte jetzt diesen Diamanten nehmen, um mir eine neue Spitzhacke zu bauen, mit der wir viel mehr abbauen können. Eigentlich wollte ich die Diamanten aber dafür benutzen, unsere Schnellreisesteine zu aktivieren und zu reparieren. Jetzt ist die Frage, was meint ihr? Sollen wir lieber die Spitzhacke bauen oder soll ich versuchen, weiter Diamanten zu farmen, damit wir Schnellreisesteine reparieren können? Und vor allen Dingen, wo exakt farmt ihr Diamanten? Weil ich habe diverse Dinge versucht. Es gibt im Prinzip Materialressourcen, Steine, die man abbauen kann, die eine Diamant-Drop-Chance haben sollen. Man kann Gegner kloppen. Das hat alles eine Drop-Chance. Ich habe über 2 Stunden gebraucht und ich habe genau einen gefunden. Also das war sehr frustrierend. Ich werde aber nicht aufgeben, ich suche weiter. Aber jetzt schauen wir doch erst einmal, was wir uns hier Schönes bauen können. Weil dafür sind wir ja hier hochgekommen. Wir können uns zum einen den Erigon-Speer bauen. Stichgrad 2 einhändig. Ich denke, den bauen wir uns mal. Der kostet nicht so viel. Ein Bronzebarren und ein bisschen Elbenholz. Ich gucke aber noch mal kurz nach. Der Schildwall kostet auch 8 Elbenholz. Ich würde nämlich ganz gerne auch den neuen Schild hier bauen. Komm, wir bauen erstmal den Schild, damit wir den auf jeden Fall schon mal haben. Oh, was ist das denn jetzt hier? Null? Ach, fein. Coole Sache. Den haben wir jetzt separat ausgerüstet. Und der nimmt gar keinen Slot weg. Dann bauen wir auch sofort einmal diesen schönen Speer. Da bin ich mal gespannt, wo packst du mit denen denn hin? Ach, den kriege ich ganz normal hier rein. Ist in Ordnung. Sehr, sehr schön. Na, komm. Pack dir das mal drauf. Das sieht doch schon gar nicht schlecht aus. Da bin ich mal gespannt, wie gut sich dieser Speer in den Kämpfen schlägt. Ich habe noch eine schöne Sache gesehen, die ich ganz gerne haben möchte. Und zwar ist das die Zarok-Fackel. Eine Fackel aus Warkquarz. Dank der eingravierten Runen der Macht wird sie nie erlöschen. Es kann nur ein Meisterwerk gleichzeitig getragen werden. Okay, was ist denn das andere Meisterwerk? Ah, schaut mal hier. Ja, der Schild gilt auch als Meisterwerk. Interessant. Egal, wir stellen uns diese Fackel her. Ich muss ja nicht unbedingt den großen Schild tragen. Wo ist die Fackel? Na, wo bist du? Ach, interessant. Dann bleibst du hier liegen. Gut, jetzt ist die Frage, was wollen wir denn mitnehmen? Nehme ich die Fackel mit oder nehme ich ein Schild mit? Ich glaube, ich nehme lieber den Schild mit. Sehr interessant. Ich hoffe, die Fackel bleibt hier liegen, jetzt nachdem wir die gebaut haben. Ich vermute nämlich nicht, dass ich die Sachen irgendwo in eine Truhe packen kann. Aber das probiere ich noch aus. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, in diesem Sinne. Puh, ich überlege so schwer, was ich mit meinem einen Diamanten anstelle. Aber ich würde sagen, wir gehen einmal noch mal kurz zurück zu unserer Base. Dann gucke ich, ob wir die Spitzhacke wirklich bauen können, ob wir alle Zutaten dafür haben. Und ich würde fast sagen, wir bauen uns dann erstmal die Spitzhacke und dann hoffe ich, dass ich noch weitere Diamanten finde. Weil man braucht anscheinend einige. Oh nein, der Bär. Verdammt, 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 verdammt. Ich bin so eine Transuse, Leute. Lauf einfach zurück. Leg dich nicht mit Sohan an. Und schon gar nicht mit diesen riesen Bären.
Der Bär bringt uns auch gar nicht viel, wenn wir den Bären platt machen. Von daher möchte ich ihn auch gar nicht platt machen. Ein schönes Tier, das in die Elbenwelt gehört hier. Und wenn wir heute brauchen, Wyatt, I see prey ahead. Können wir uns immer noch diese Vögel hier platt. Wow, das ist guter Schaden. Nehmen wir mit. Mir ist beim Farmen und auf der Suche nach Diamanten auch ein Troll über den Weg laufen. Leute, das ist ein Riesenvieh. Ja, bis wir den angehen können, denke ich mal, wird nur eine Weile vergehen. Aber das soll auch momentan gar nicht unsere Aufgabe sein. Dem gehen wir erstmal aus dem Weg. Wenn wir den, sollten wir den nochmal treffen, werde ich ihm erstmal aus dem Weg gehen. So, dann lass uns mal schauen. Ich habe gesehen, unter Werkzeuge kann ich die Spitzhacke des Zeitalters bauen. Wir brauchen, da ist ja noch was. Ubasamholz. Weiß ich aktuell auch nicht. Und wir brauchen einen Edelsteinschneider. Ich sage mal so, den Edelsteinschneider könnten wir uns ja eventuell direkt schon mal bauen. Sofern wir alles haben. Aber auch da brauchen wir Ubasamholz. Falls mir irgendjemand sagen kann, wo wir dieses feine Holzchen herbekommen, lasst es mich gerne wissen. Ich habe gerade keine Idee. So, ich packe die Barren mal wieder weg. Können wir im Moment nicht gebrauchen. Den Diamant lasse ich am Mann. Das packen wir weg. Ich mache einmal grob die Taschen leer. Ein paar Dinge brauchen wir. Und dann bauen wir uns. Wir haben aber, glaube ich, fast kein Holz. Trotzdem ein paar Pfeile. Ich denke, normale Pfeile reichen mir erstmal. Normale Pfeile können wir ganz gut gebrauchen. Wie viele haben wir? 90 Stück. Das ist in Ordnung. Auf geht's, Leute. Dann ziehen wir mal wieder zurück in die Minen und gucken, dass wir hier runter in die Tiefen kommen. Wir haben ja einen neuen Auftrag, nachdem Durins Tor verschlossen war. Natürlich war es von der Seuche heimgesucht. Müssen wir jetzt Klaftertief erreichen. Die Niedertiefen. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Ja, weiter geht's. Also gerne, bitte lasst mir einen Kommentar da. Wie kommt man vernünftig an Diamanten? Gibt es irgendeinen Weg, schnell an Diamanten zu kommen? Oder ist das wirklich so eine stundenlange Farmgeschichte? Weil da verzweifle ich gerade wirklich ein bisschen. Ich möchte ja nicht jedes Mal den weiten Weg hier hochlatschen und wieder runterlatschen. Das kann eigentlich nicht der Zweck der Sache sein. Ich bin aber auch gerade ein bisschen überfragt, wo hier oben der Kartentisch ist. Also ich habe hier oben in der Elbenwelt gerade beim Besuchen gar keinen Kartentisch gefunden. Ich gehe einmal kurz hier in unser Holz. Ne? Vielleicht haben wir dort einen Kartentisch. Und die Überlegung ist halt wirklich... Ja, das ist auch noch eine Geschichte. Es gab ein Update. Und dieses Update hat sämtliche... Erebor-Stiefel. Sämtliche Statuen nochmal zerlegt. Weil es wohl einen Bug gab, dass man nicht die richtigen Pläne bekommen hat. Ich meine, ich habe ja einige repariert und habe gar nichts bekommen. Und jetzt können wir quasi umsonst, ohne nochmal Material einzusetzen, Erebor-Kettenpanzer, nochmal alle Statuen reparieren. Das ist ganz cool. Ich denke, da werde ich auch bei Gelegenheit nochmal komplett alles durchsuchen und überall nochmal abgehen. Einfach um sicher zu sein, dass ich alle Statuen repariert habe und wirklich auch alles bekommen habe. Wer weiß, was uns da alles noch an Rezepten durch die Lappen gegangen ist. Oh, das werde ich dann auch... das, was wir so unterwegs finden, das machen wir gemeinsam. Und alles andere werde ich dann auch offscreen machen. Einfach, damit wir uns hier nicht zu lange langweilen müssen. Oh, also hier gibt es auch keinen Kartenstein. Interessant, also ich... Ich frage mich gerade wirklich, wo ich hier oben den nächsten Kartenstein habe. Damit wir einfach auch mal abkürzen können. Tja. Da bin ich gerade auch überfragt. Ich war wirklich auch der Meinung, wir hätten hier oben einen gehabt. Aber das scheint nicht so zu sein. Aber wir werden an einem vorbeikommen, da bin ich mir sicher. So, geh mal hier runter. Wir müssen wieder tief hinab. Und ich habe quasi wieder vergessen, wo wir uns runtergebaut hatten.
Aber, Leute. Lass mal kurz schauen. Ich glaube, wir bauen uns hier per Strickleiter runter. Wenn wir eine schöne Stelle dafür finden. Weil das ist auch alles gar nicht so einfach und ein bisschen tricky. Nein, pass auf. So, schnapp dir mal deine Strickleiter. Ich hoffe, wir haben alles dafür dabei. Dreh sie. Und dann lassen wir uns hier ein bisschen tief hinab. Dort sehe ich doch schon unser Häuschen. Wunderschön. Ist nur die Frage, wo baue ich das nächste dran, damit wir auch schön wechseln können. So, dreh. Komm näher ran. Da kommt ein Stückchen, können wir, glaube ich, noch runter. Alles klar. Und hinab, bitte. Nein! Das ist blöd. Oh. Das habe ich sowieso blöde gesetzt. Anscheinend. Nicht schlimm, dann bauen wir uns hier noch mal ein bisschen. Dass ich immer wieder ins Menü reingehe. Das ist auch ein bisschen... Ich setze das Ding mal hier dran. Dann geht das auch tiefer runter. Nein, 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 nein! Oh, Glück gehabt. Du bist ein alter Kamikaze-Zwerg. So, und auch hier sind alle Statuen wieder defekt. Aber die habe ich anscheinend noch nicht repariert. Ja, kann das denn sein? Eine Stahlgroßaxt. Fein. Jetzt kriegen wir das Rezept. Die hätte ich mir natürlich gerne vorher gebaut. Interessant. Aber auch, ich dachte, ich hätte auch die hier schon repariert gehabt. Aber da ich hier nochmal Steine investieren muss, war sie wohl nicht so. Na komm. Mach alles ganz. Wo war denn jetzt nochmal unsere Hütte? Ich schaue mich gerade nochmal hier um. Hier ist ein altes Haus. Vielleicht finden wir hier nochmal einen Kartentisch zum Reparieren. Holz. Ich habe Holzmangel. Also nehmen wir Holz auf jeden Fall mit, wenn wir es sehen. Kein Kartentisch. Leute, falls ich irgendwo einen Kartentisch übersehe, sagt mir bitte Bescheid. Geh zurück. Da bin ich wieder. Ich und meine Orientierung. Ich glaube, ich muss hier hoch. Und da hinten war dann zumindest schon mal unser Häuschen. Hier steht eine Fackel. Das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Aber ich habe mir auch ein bisschen das Gefühl, dass einige unserer Fackeln verschwunden sind. Wer weiß, ob... Aber hier stehen sie noch. Dann ist alles in Ordnung. So, gehen wir hier rein. Hier haben wir auf jeden Fall einen Kartentisch. Zerstörter Kartentisch restaurieren. Schwarzer Diamant. Ich denke, den werden wir uns schon mal reparieren. Dann ist der erste Diamant zwar futsch. Aber ich muss sowieso noch einige suchen. Und das ist der einzige, den wir haben. Schade. Also wir müssen uns noch so, so dermaßen viele Diamanten erfahren. Also falls das irgendeiner weiß... Ich bin für jeden Hinweis dankbar, wie ich an diese vermaledeiten Helmholz, wie ich an diese vermaledeiten Runentisch. Aha. Rezept für Runentisch gefunden. Damia. Damien Rakas Runentisch. Runen gravieren. Ach, wie fein. Jetzt können wir uns Runen auf unsere Waffen gravieren. Ja, jetzt kriegen endlich die Edelsteine mal einen Sinn. Ach, wie schön. Saphire. Ich habe die Edelsteine alle oben in unserem Lager abgelegt. Alle, die ich gefunden hatte. Eventuell habe ich hier noch welche, aber ich habe fast alles nach oben gebracht. Das rächt sich jetzt natürlich ein kleines bisschen. Aber ist nicht so schlimm. Hier ist das ganze Elbenholz, was ich gesammelt hatte. Und ich habe es gesucht. Gut, gut. Ich repariere nochmal alles. Bedeutet, bei meinem nächsten Farmausflug... Ja, ist. Bei meinem nächsten Farmausflug bringe ich halt auch mal unsere Edelsteine mit nach unten. Und dann können wir mal anfangen, ein bisschen was zu gravieren. Eine Sache. Eine Geschichte. Ach, schaut mal, wie viel Holz ich hier noch gelagert habe. Holz und Stein und Zinn. Überall habe ich ein bisschen was. Okay, dann sind wir jetzt gestärkt. Wir sind repariert. Dann ziehen wir mal weiter und... Ich hoffe sehr,
dass wir irgendwo noch einen Diamanten finden. Aber jetzt lass uns erstmal nochmal orientieren. Im Grunde genommen, ich denke, ich muss hier hin, Richtung Niedertiefen. Die Frage ist nur, wo lang? Wo lang gehen wir da? Wir schauen uns einfach nochmal ein bisschen um. Und hier ist auch noch was zu reparieren. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Eventuell gibt es noch einen Plan. Nein, der hat nichts für uns. Heute gibt es keinen Plan für dich, Gamebro. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir uns einmal... Moment, vielleicht kann ich das auf der Karte sehen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe doch Orkenstedt entdeckt gehabt. Hatte ich das auf meiner Karte irgendwie markiert? Auf irgendeine Art und Weise? Große Schmiede? Lass uns hier einmal kurz durchgucken. Ne, das ist ja alles oben. Okay. Kann man die Karte irgendwie auch... Naja, ich wüsste es gar nicht. Ich hatte ja Orkenstedt entdeckt und wenn wir da nochmal dran vorbeikommen, werde ich auf jeden Fall versuchen, Orkenstedt einzunehmen. Boah. Hinter der Wand? Also wir sollten definitiv versuchen, jeden Ork jetzt mitzunehmen, den wir finden. Einfach um die Chance zu haben, an Diamanten zu kommen. Weil das macht mich wirklich kirre. Hey, au, 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 pass auf. Reparier das Loch. Da haben wir schon wieder die halbe Rüstung verloren. Nein! Bleib doch nicht da stehen so lange. Ja, was mache ich denn hier? Und warte mal, bis ausgedampft ist und dann reparier mal schnell. Fiese, fiese, fiese Dampflöcher. Also die hauen wirklich rein, wenn man die übersieht. War hier noch was? Jawohl, einer ist noch da. Bedeutet, Stein brauchen wir bald auch wieder. Hack dich durch. Interessant, Leute. Bin ich jetzt irgendwie im Kreis gelaufen? Ich bin mir nicht sicher. Komm, ich mache hier auch mal das Loch auf. Damit wir die Verbindung nach drüben schon mal haben. Okay, hier ist nur ein kleines Gewölbe mit ein bisschen Stein. Nein, wir brauchen Stein. Komm, wir nehmen uns ein bisschen Stein. Was soll der Geiz? Stein brauchen wir auf jeden Fall. Und eventuell ist das auch nochmal eine Abkürzung. Ich habe nämlich festgestellt, dass an vielen Stellen... Ja, sauber. Komm, pack dir doch den richtigen Schild drauf. Blocken, bitte, blocken. Mal gucken, wie sich das mit so einem Speer so kämpft. Also ich bin eher so erschwert, muss ich feststellen, aber es geht. Die halten aber auch echt was aus, Leute. So, hat irgendeiner von euch einen Diamanten dabei? Bitte, ein Diamant, ich brauche Diamanten. Münze, Metallteile. Selbstverständlich nicht. Also ich weiß es nicht. Die Drop-Chance scheint wirklich wahnsinnig gering zu sein. So, und ich bin schon wieder dabei, mich schwer zu verlaufen. Okay. Ich grab mich einfach mal hier durch. Na? Schnapp dir die Spitzhacke. Dass wir einfach mal alle Verbindungen hier aufmachen. Da ist doch noch ein Rocklager. Komm. Das Loch ein bisschen größer. Auf jeden Fall ist diese... Oh, meine Güte. Schön umzingelt hier, Leute. Auf jeden Fall ist der Speer relativ zügig und macht einen ganz guten Schaden. Aber trotz alledem sind das verdammt viele. Ich möchte jetzt nicht hier drauf gehen. Und geh mal ein bisschen in Sicherheit hier. Meine Güte, sind das viele. Komm, stich mal hier aus dem Loch hinaus.
Wenn da jetzt nicht gleich ein Diamant dabei ist, dann weiß ich auch nicht. Den habe ich mir noch verdient, oder? Keine Bogenschützen dabei. Doch, da hinten schießt jemand mit dem Bogen. Ihr könntet ja mal eure eigenen Reihen hier dezimieren. Das habt ihr doch sonst schon so gern gemacht. Packt ihr doch auch mal bitte den Bogen rein. Komm. Ich mag den Bogen zwar nicht, aber... Komm. Einfach mal ein bisschen dezimieren hier rein. Ach Leute, komm. Halt um. Wir haben früher Abend, es ist noch nicht Nacht. Ihr dürft noch nicht irre stark sein. Ach Leute. Also wenn das keinen Diamanten gibt. Bleib am Loch, bleib am Loch. Wenn ich hier sterbe, finde ich mich wahrscheinlich nicht wieder. Kann man auch mit dem Speer einen schweren Angriff machen? Yes! Wow! Gut, 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 gut. Dann mach noch einen. Aufladen. Und stechen. Alter, die halten viel aus. Und ich sehe es jetzt schon kommen, dass hier kein einziger Diamant dabei liegt. Aber das soll mich nicht aufhalten. Wenn wir Orkenstedt wiederfinden, werden wir das Lager definitiv angreifen. Locken. Locken. Oh Mann, das war... Da liegt doch was. Wenn das kein Diamant war. Saphir. Na, danke schön. Danke, Spiel. Danke für nichts. Jetzt habe ich schon so starke Waffen. Münzen, Hautfetzen. Saphir. Kein lumpiger Diamant. Das kann echt nicht sein. Also wie niedrig kann die Drop-Chance sein? Leute, ich bin heute wirklich schon ungelogen über 2 Stunden unterwegs gewesen. Nur für einen Diamanten. Und ich habe einen bekommen. Das heißt also, gezielt während der Aufnahme nach Diamanten zu suchen, das können wir ja wohl, gelinde gesagt, vergessen. Aber ich werde das mein Bestes tun. Quiet. I see prayer. Offscreen noch, wenn Zeit ist, irgendwie zu farmen und Diamanten ranzuschaffen. Es muss einen einfacheren Weg geben. So, wir haben einen neuen Raum geöffnet. Ich hack jetzt einmal kurz hier diesen Vorkommen noch ab, weil genau das war auch ein Tipp, den ich gelesen hatte, dass man hieraus auch eventuell mal Diamanten bekommt. Vielleicht hack ich da einfach auf den falschen Rocket ein. Mag sein, ich weiß es nicht. Wie gesagt, für sachdienliche Hinweise kontaktieren Sie bitte den Gamebro. So, das kommt mir irgendwie bekannt vor, als wäre ich hier schon mal gewesen, aber da hier noch keine Bretter hängen, wird dem nicht so gewesen sein. Alter, was machst du da? Komm, geh auf dein Brett. Da geht's lang. Wir gehen erstmal kurz hier lang und reparieren den Zwerg. Mal gucken, ob es was Schönes für uns gibt. Vielleicht kommen wir da ja auch von hier aus dran. Damit wir nicht in den Schatten müssen. Ach, das war blöd gebaut. Mann, ich wollte das hier oben dran haben. So. Hässlich gebaut, aber es ist... Na, bitte. Sind wir mitten im Schatten. Schattenfluo. Danke, den nehmen wir gerne. Nicht. Mann, ich sterbe dran. Ich glaube, ich sterbe am Schattenfluo. Da ich nichts dabei habe, was mir Lebensenergie wiedergibt. Och nein. Gamebro, du bist ein Depp. Jawohl, da ist er hinüber. Also so ein bisschen macht mich das wirklich wahnsinnig.
Ja, Halleluja. Oh mein Gott. Sehr clever, ich habe unten nicht geschlafen und wir sind oben in unserer alten Butze angekommen. Leute, ich nehme euch mal raus und versuche zu meinem Zwerg zu kommen. Wir sehen uns, wenn ich wieder da bin. So Leute, ich habe es geschafft. Ich bin zurück an meiner Leiche und kann unser Plunder wieder einsammeln. Oh Mann, Leute. Echt. Leiden, Pech und Pannen. Was habe ich denn jetzt alles noch hier drin liegen, was ich nicht mitnehmen kann? Okay, meine ganze Ausrüstung ist kaputt und darum trage ich das jetzt so mit mir rum? Zeig mal bitte her, mein Freund. Das kannst du doch trotzdem anziehen, oder? Jawohl. Sonst nimmt uns das einfach alles nur Platz weg. Hatten wir sonst noch irgendwas? Wo ist denn mein Wahnsinnsschild? Bin mir gar nicht sicher. Schildwall. Ach so, Schildwall. Alles klar. Ich lasse den Schildwall erstmal hier liegen. Aber ich habe keinen anderen Schild dabei. Das ist blöd. Also nehme ich den Schildwall doch mit und lasse die Fackel hier liegen. So, dann wollen wir doch mal versuchen, weiter vorzudringen und gucken, ob wir die Klaftertiefe, ob wir das Eingang in die Tiefen finden. Oder ob wir eventuell noch ein Ortlager finden, was wir auseinandernehmen können. Damit wir eventuell auf irgendeine Art und Weise an Diamanten kommen. So, hier gibt es noch mal eine Möglichkeit zu graben. Und was ich die ganze Zeit schon wieder vergesse, Fackeln aufstellen. Fackeln aufstellen ist so wichtig, Leute. So. Kämpf dich mal hier durch. Ich bin mir mit dem Turmschild, was ich hier bei mir trage, noch gar nicht so sicher. Ich gehe, glaube ich... Sekunde. Wow! Okay, wir haben was Neues entdeckt. Ich glaube, wir haben den Eingang in die Tiefen entdeckt. Stark. Aber ich möchte noch einmal ganz kurz zurück zu meiner Leiche. Ich habe nämlich gerade eine Entscheidung getroffen. So, guck, kommen wir hier vorbei an den Schatten. Genau. Ich möchte nämlich nicht den Schild mitnehmen. Ich möchte viel lieber die Fackel mitnehmen, wenn ich sie denn hier noch liegen habe und mitnehmen kann. Nein. Schade. Schade, schade. Ich bin nämlich mit der Fackel runtergerannt und die fand ich eigentlich wesentlich besser. Aber ich sehe sie gerade. Doch, da ist die Fackel. Nimm die Fackel mit. Ich finde einfach, zum Kämpfen kann ich das normale Schild nutzen und diese unendliche Fackel finde ich momentan einfach deutlich reizbarer als den Turmschild, der mir im Kampf gefühlt gar nicht so viel mehr gebracht hat als der herkömmliche Schild. Aber so eine unendliche Fackel ist natürlich schon was echt Feines. Dann lasst uns doch hier mal umschauen. The Crystal Descent. Der Kristallstieg. Ja, den sollen wir reparieren, um in die Minen hinabzukommen. Und was sehen meine entzündeten Augen? Wir benötigen 15 schwarze Diamanten. 20 Elmholz. Das Elmholz ist nicht das Problem, das kriegen wir zusammen. Aber die schwarzen Diamanten. Ach, wie schön. Guck mal hier, der braucht gar keinen Diamanten. Perfekt. Dann haben wir eine Reiseoption und dem Tor schon mal nach oben. Beziehungsweise. Gab's hier nicht. Gartensteinmine von Moria. Die Niedertiefen. Ach, wie interessant. Da muss ich mich hin. Ich dachte, ich hätte vielleicht eventuell eine komplette Übersicht. Na gut, wir können uns von hier aus auf jeden Fall zu einem Stein schon teleportieren. Schön, dass wir hierfür wenigstens keinen Diamanten gebraucht haben. Das ist ja schon mal etwas. Aber nichtsdestotrotz ärgert mich das sehr, dass wir keine Diamanten finden. Ich hacke hier nochmal eben schnell was ab. 30 Diamanten, die haben wir jetzt sowieso nicht. Also kommen wir gar nicht weiter runter. Aber wir nehmen einfach mal mit, was hier noch so rumsteht. Ich denke, das können wir alles noch gut gebrauchen. Und wäre ja gar nicht so schlecht, wenn irgendeiner von diesen Spots nochmal einen Diamanten droppen würde. Gut zum Beispiel. Aber ich vermute, das wird so nicht sein. So. Was haltet ihr davon, wenn wir uns hier auch nochmal ein bisschen ein kleines Lager aufschlagen? Wäre das eventuell ein Bienenstock? Schaut mal, den habe ich am letzten Mal kaputt geschlagen, aus Versehen. Und ich vermute, ich kann jetzt regelmäßig hier Honig abholen, wenn ich den Bienenstock halt nicht kaputt schlage. Game Bro. Mann, nicht immer alles kaputt machen. So, ich suche mir hier mal eben kurz eine schöne Stelle. Hier kamen wir her. Hier ist noch ein
Vorkommen, das eventuell potenziell einen Diamanten beherbergen könnte. Aber kann auch sein, dass ich in dem Video, was ich mir da angeschaut habe, einfach nicht richtig geguckt habe. Aber ich meine, das wären solche Dinge gewesen. Und dort kamen Diamanten raus. Nicht immer, aber es gab die Chance. Aber so ein Glück haben wir nicht. So, ich baue mir jetzt hier einmal eine steinerne Feuerstelle auf. Pack's mal hier hin. Dann bauen wir uns auch direkt einen Tisch hin. Dann haben wir hier nochmal eine Rückzugsmöglichkeit. Ein Bettchen vielleicht. Da wir ja hier oben auch den Stein haben zum Reisen, ist das gar nicht so schlecht, wenn wir uns hier vielleicht ein bisschen gemütlich machen. Braucht ihr mal was? Wir haben nämlich kaum noch was zu futtern. Und dann schauen wir uns hier noch ein kleines bisschen um, während das Essen gerade köchelt. Ich packe nochmal eben auf die Schnelle überall ein paar Fackeln hin. Wegen dem Licht und so. Und wegen der Wärme. Weil in der tiefen Dunkelheit ist es nämlich auch sehr, sehr kalt. Und frierende Zwerge sind sehr schnell ungemütlich und bekommen schlechte Laune. So, ist unser Essen denn schon fertig, der Herr? 8 Sekunden, 7, 6, 5, 4. Gleich gibt's was zu essen. Wir müssen uns auch ganz, ganz dringend, habe ich mir überlegt, einen Brauchstand bauen. Was brauchen wir denn dafür? Kupferbarren und Elbenholz. Da, Leute, das nehme ich mir für die nächste Folge vor, dass wir uns, egal wo, in unserer schönen Behausung einen Brauchkessel bauen. Ich denke, das kann nicht schaden. So, hier gibt es jetzt erstmal nichts mehr. Reparieren gibt es nicht. Und hier runterspringen möchte ich jetzt auch nicht. Einfach so. Wir können uns hier an der Seite nämlich nicht mit irgendwas befestigen. Also gehen wir nochmal zurück. Und schauen, wo wir Diamanten herbekommen. 15 Stück an der Zahl, Leute. Wie soll das funktionieren? Nein, 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 nein. Das ist keine gute Idee. Ich denke, wir machen uns hier einfach nochmal ein paar Brücken dran. Das kostet gar nicht so viel. Darum sollten wir das nutzen. Hier oben bekommen wir keinen Schattenfluch. Und den möchte ich auch nicht haben. Und dann können wir doch einfach schön geschmeidig ein bisschen hier durchlaufen, ohne in diesen blöden Schatten laufen zu müssen. Ich versuche jetzt noch einmal kurz mit euch. Nein, das machen wir nicht. Ich versuche jetzt noch einmal kurz mit euch Orkenstedt zu finden. Und dann denke ich, werde ich an der Stelle ausloggen. Wenn wir Orkenstedt gefunden haben. Steckt hier noch alles ein. Damit wir aber in der nächsten Folge direkt in Orkenstedt starten können. Na, komm doch hier hoch. Genau, damit wir möglichst schnell in Orkenstedt starten können. Und eventuell habe ich keine Steine mehr dabei. 5 Stück nur. Na gut, dann lassen wir das kaputt hier. Genau. Ich möchte. Aber wir sind nicht gut ausgerüstet. Pfeile, ich habe noch ein paar Pfeile. Komm, ich kämpfe. Ich kämpfe gegen diese. In der Hoffnung, dass wir einen Diamanten bekommen. Na, komm doch, komm doch. Komm doch, mein Lieber. Komm. Nimm Pfeile. Komm. Ach, jetzt umzingelt ihr mich schon wieder. Kann ich euch eventuell auch hier reinlocken? Oh nee. Lass dich doch nicht umzingeln, mein Freund. Kriegt ihr Schaden, wenn ihr hier durchlauft? Natürlich nicht. Schummelspiel. Versuch dir mal eine Stelle, wo du nicht so umzingeln wirst. Ja, die Kämpfe sind schon gar nicht mehr so ohne. Am Anfang war das alles noch sehr, sehr easy. Das wird immer schwieriger.
Solange hier keiner mit Pfeil und Bogen kommt, fühle ich mich aber halbwegs sicher. So, noch einer weg. Mann, Leute. Halt doch einfach tot um und gib mir eure Diamanten, dann ist doch alles gut. Wir brauchen uns doch gar nicht streiten. Ich will nur Diamanten. Mehr will ich gar nicht. Und leben. Leben wäre auch nicht schlecht. Also, lasst mich in Ruhe. Lasst mich leben. Sterb doch einfach. Gib doch einfach um. Es gibt eine Menge Loot, aber ich befürchte nicht das, was wir haben wollen. So, roll dich mal nach hinten, mein Lieber. Leuchtet die Fackel uns eigentlich auch, wenn ich die nur hinten im Rucksack stecken habe? Habe ich noch gar nicht darauf geachtet. Aber ich denke, wir müssen die ausgerüstet haben. Hier ist ja gerade alles sehr, sehr hell. Halt um, Mann! Sterbt einfach! Oh, das tat weh, das tat weh. Pass auf, mein Lieber. Der ist tot. Liegt da ein Diamant, Leute. Diamant. Jetzt nicht sterben, Den holen wir uns, den Diamanten. Nicht, dass der aus Versehen doch wieder irgendwie despawnt oder sowas. Also, bloß nicht drauf gehen, Game Row. Kämpft, was das Zeug hält. Meine Güte, ihr könnt doch nicht so viel aushalten. Ihr seid Goblins. Jetzt auch noch spinnen? Ich glaube, ich spinne. Leute, macht doch keinen Scheiß. So wie die Spinnen kämpfen gegen die Orks. So, jetzt aber mal einmal kurz schauen. Ich möchte. Das brauchen wir nicht. Ich brauche Platz für diesen vermaledeiten Diamant. Oh, verdammt. Nein, jetzt sterbe ich hier. Nein. Wir sind vergiftet, oder? Sind wir vergiftet? Sind wir es nicht? Habe ich noch Pfeile? Ich habe noch Pfeile. Haut doch ab, ihr blöden Spinnenviecher. Ich will euch hier nicht. Mann, ich will den Diamanten haben. Komm, hau ab. Warum kann ich mit diesem Scheißding nicht zielen? Verdammte Axt. Ah! Wehe, mein Diamant liegt gleich nicht hier, ihr miesen Viecher. Oh, kann nicht sein. Kann alles nicht wahr sein. So, Leute, ich nehme euch noch mal kurz raus. Laufe noch mal schnell zu unserer Leiche. Und dann, ja, sehen wir uns gleich noch mal. So, Leute, ganz kurz mal super interessant. Ich nehme euch mal rein. Ich bin noch nicht an meiner Leiche. Ich bin gerade an der Schmiede angelangt. Und jetzt schaut mal hier. Ich habe nichts am Mann. Ich habe keinen Rucksack. Ich habe gar nichts. Aber ich kann trotz alledem auf die Eisenvorräte und alles, was wir haben, zugreifen, um etwas zu bauen. Kann das sein, dass es daran liegt, dass ich hier Ressourcen habe? Aber ich habe hier noch gar nichts abgelegt. Wie kann denn das sein? Gut, ich habe hier 15 Eisenbarren. Die haben wir hier liegen. Ist es das? Greift die Schmiede automatisch auf die Kisten zu? Eisenholz, Hautfetzen. Ich wollte mir nämlich auf die Schnelle noch eben ein Schild bauen und eine Waffe, damit wir nicht komplett ungerüstet dort runtergehen müssen. Da sehe ich auch gerade, ich kann noch einiges Neues an Ausrüstung bauen. Das sollten wir dringend mal tun. Jetzt aktuell habe ich die Sachen natürlich nicht da. Das mache ich dann, wenn ich es habe. Ich baue mir jetzt noch mal kurz ein Schild. Den nehme ich ja mit. Verschwende ich zwar ein bisschen Material, aber ich wollte nicht ganz ungerüstet zurück zu meiner Leiche gehen. Das war's, das wollte ich euch ganz kurz mitteilen. Interessante Geschichte. Wusste ich noch nicht. Bis gleich. So, Leute, da sind wir wieder. Wir sind an unserer Leiche angelangt. Mal schauen, ich sammle auf jeden Fall mit höchster Priorität erstmal ein, was hier liegt. Ich hoffe, ich habe den Diamanten noch irgendwo hier rumliegen. Da ist der schwarze Diamant. Leute, ich feiere das. Endlich haben wir noch einen Diamanten. Aber das ist einer von wirklich vielen, die wir brauchen. Das ist schon echt eine Nummer. So, jetzt muss ich einmal ein bisschen schauen, dass ich auch die richtigen Waffen ausrüste. Das lumpige Schwert, das packen wir hier natürlich weg. Dann nehmen wir lieber das Eisenschwert. Ich muss einmal ganz kurz meine Klamotten sortieren. Leute, das mache ich gleich eben offscreen. Ich würde sagen, an der Stelle beenden wir diese krasse Sterbefolge für heute. Ich hoffe, ihr seid bald wieder dabei. Mir hat es gefallen. Like das Video, abonniert den Kanal, kommentiert die Videos fleißig, unterstützt meinen kleinen Kanal beim Wachsen. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auf die nächste Folge und auf ganz viele Diamanten. Bis dann, euer Game Bro.